So, mein Haus ist... Wo ist denn meine Villa? Ey, das ist hier langsam nicht mehr lustig. Nicht schon wieder. Baby Khan? Baby Khan! Hey Leute, was geht? Mama Dania hier heute. Alleine bei Spiel mit mir Apps and Games. Ich habe keine Ahnung, was Baby Khan schon wieder macht. Ich glaube, der räumt vielleicht sein Haus irgendwie um oder so. Oder richtet das mal ein. Oder er ist in der Schule. Egal, was er macht. Ich habe ihn heute leider noch nicht finden können. Das ist aber auch eigentlich gar nicht mal so schlimm. Weil ich würde heute einfach mal alleine zu dieser Dino-Expedition gehen. Weil irgendwie streiten wir uns deswegen halt immer. Und das möchte ich nicht. Und deshalb mache ich das heute einfach alleine. Und gehe selber graben. Und dann kann Baby Khan auch alleine graben gehen. Und dann können wir uns dann nicht gegenseitig abnerven. Heute war ich noch gar nicht hier. Und es sind auch nicht mehr so viele Pets, die ich finden kann. Wenn ich das jetzt hier richtig verstanden habe. Oh, und das ist ultra selten. Okay. Also ich glaube tatsächlich, das ist alles vorgegeben, wann man was findet. Ich weiß nicht, ob... Meint ihr, Henry macht das mit Absicht? Dass Baby Khan und ich immer das Gleiche finden? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall... Oh ja, wieder ein Fossil. Juhu! Boah, echt jetzt? Muss ich danach schon wieder warten? Richtig nervig. Na gut. Okay. Ist es ein Säbelzahntiger? Süß. Jetzt habe ich noch ein Fossil bekommen. Ein Fossil. Ein Accessoire bekommen. Eine Blume. Die finde ich auch echt schön. Sieht hübschi, hübschi aus. Ich weiß gar nicht, was mir jetzt eigentlich noch fehlt. Der hier. Aber ansonsten glaube ich nicht mehr so viel, ne? Weil ich kann erst in 6,5 Stunden wieder. Das ist ganz schön lange. Hey Tom, falls Baby Khan heute hierher kommt, ich war noch nicht da heute, okay? Ich war nicht da, ich habe keine Ahnung, was es hier so gibt. Ja, du weißt Bescheid. Okay. Fliege ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich glaube, ich gehe noch mal kurz einkaufen, weil ich habe gar nichts mehr zu trinken dabei. Falls Baby Khan heute irgendwie noch Durst bekommen sollte oder Bunny mal, dann brauche ich dringend mal was zu trinken in meinem Vorrat. Und ich bin auch ganz zufrieden. Also auch wenn ich jetzt nur eine Sache ausbuddeln konnte, was ich echt schade finde. Oder nee, zwei. Ich habe zwei ausgebuddelt. Aber die waren auch schon wieder ziemlich knuffig. Und am Wochenende kommen ja dann, glaube ich, diese Dino-Eier, oder? Irgendwie sowas? Ich glaube schon. Da muss ich mit Baby Khan dann auf jeden Fall zusammen hin, damit wir uns beide ein Dino-Ei abholen können. Aber jetzt geht's erstmal wieder nach Hause. Ich muss nämlich mal duschen, weil ich jetzt nämlich gerade die ganze Zeit gebuddelt habe. So, mein Haus ist... Wo ist denn meine Villa? Ist das ein Bug? Ey, nicht schon wieder, ne? Ey, das ist hier langsam nicht mehr lustig. Nicht schon wieder. Ich hab ja nicht mal fließendes Wasser. Oh, Baby Khan? Wo ist denn das Haus von Baby Khan? Warum kann ich denn nicht einfach mal einen ruhigen Tag haben? Das gibt's doch einfach nicht. Also soll ich erstmal Mr. Fissi fragen, bevor ich jetzt schon wieder bei Baby Khan bettere? Nee, ich gehe jetzt erstmal zu Baby Khan. Irgendwie, irgendjemand muss das ja gewesen sein. Baby Khan! Hallo? Hallo. Bist du zu Hause? Wer ist an der Tür? Deine ja, Mutter. Ich bin zu Hause. Mama Dania, ja. Bist du's?
Ja, komm ruhig rein. Guck mal, ich baue ein bisschen um. Was sagst du hierzu, zu meiner neuen Küche und zu meinem neuen Esszimmer? Ach so, ja, also ich habe ja Mr. Rich, also sein Geld zurückgegeben und da ist ein bisschen was übergeblieben. Doch, hör auf mich zu klatschen. Warum willst du mich klatschen? Was ist los mit dir? Wie ist denn da was übergeblieben? Ja, also ein bisschen was ist übergeblieben einfach. Also anscheinend... Wo ist denn mein Haus? Hat ihm nicht so viel gefehlt. Wo ist mein Haus? Auf seinem Platz. Wo ist meine Luxusvilla, Babykahn? Ich habe keine Zeit, jetzt mit dir hier Ratespiele zu spielen. Wo ist meine Luxusvilla? Ach so, deine Luxusvilla. Also du hast doch ein Haus, oder nicht? Bist du mich eigentlich... Also du hast doch ein Haus. Also was ist dein Problem? Ich habe ein Mini-Haus. Ja gut, aber es ist immer noch ein Haus. Ist das dein Ernst gerade? Wie sollte ich denn sonst meine Schulden abbezahlen? Hallo? Ey, sag mal, geht's bei dir eigentlich noch? Was ist denn jetzt dein Problem? Mama Danja, ich musste meine Schulden irgendwie abbezahlen und ja, dann ist halt ein bisschen was übergeblieben. Ja, aber doch nicht, indem du mein Haus verkaufst. Nein, ich hab's nicht verkauft. Ich hab's nur verliehen. Verliehen? Ja. Man kann doch nicht einfach Häuser verleihen. Wer will denn mein Haus ausleihen? Ja, also für eine gewisse Zeit wurde das jetzt ausgeliehen. Habe ich mit Mr. Fissi so geklärt. Der hat ja, sich darum gekümmert. Ja, und wie lange? Wie lange? Für 4, 5 ich Monate. Ich benutze erstmal deine Dusche, weil ich... Ja, kannst du ruhig. Also bis Weihnachten mehr. Auf jeden Fall, hat er gesagt. Bis Weihnachten? Ja, ist doch nicht schlimm. Ich meine, guck doch, du hast doch hier noch dein Haus und du hast auch ein tolles Auto. Also du kannst dich auch hier hinsetzen. Du hast hier auch eine Dusche. Ey, das kann doch verdammt nochmal nicht sein. Guck, ich bin gerade in deiner Dusche. Was ist denn dein Problem? Warum regst du dich denn so auf? Du hast doch noch ein Haus. Das ist meine Luxusvilla. Ja gut, okay, aber... Du kannst sie nicht einfach verleihen. Aber ich musste irgendwie meine Schulden bezahlen, Mama Danja. Hätte ich mein Haus verkaufen sollen? Zum Beispiel. Ja, das ist, ich richte es aber gerade neu ein. Und du bist mit der Einrichtung gerade erst fertig geworden. Ja, deswegen. Eben. Weil wir ein fertig eingerichtetes Haus haben, solltest du vielleicht eher deins verleihen. Ja, ich glaube nicht. Das kann doch nicht aber sein deins hat Ernst ja auch mehr Geld gebracht. Mama Danja, warum regst du dich jetzt schon wieder so auf? Ich habe meine Schulden abbezahlt und alles ist gut. Baby Khan, wer hat sich mein Haus ausgeliehen? Das weiß ich nicht. Mr. Fissi hat sich drum gekümmert. Dann gehst du jetzt auch zu Mr. Fissi und klärst das gefälligst. Ja, aber wieso denn? Weil ich nicht in diesem Tiny House lebe. Es geht ja wohl nicht mehr. Warum? Also du solltest auch mal ein bisschen so wieder auf den Teppich kommen. Also ich habe das Gefühl, du fühlst dich wie ein Star. Und jetzt sag nicht, dass du ein Star bist, weil das bist du nicht. Dampf jetzt ab. So, ich gebe dir jetzt was und das sollte dich beruhigen, okay? Du dampfst jetzt sofort ab. Ich will deinen blöden Taco nicht so, ab. Ein Taco für dich und dann ist alles wieder gut. Und wenn du dich beruhigt hast, dann kannst du wieder zu mir. Du hast ja noch gar nicht zu meiner neuen Hütte gesagt. Wie gefällt sie dir denn? Mama Danja, bist du jetzt wirklich sauer, weil ich dein Haus verliehen habe? So schlimm ist das doch gar nicht. Kein Problem, ich gehe mal zu Mr. Fissi. Ja, ist ja gut, okay, ich kläre das mit ihm. Du musst direkt petzen, oder? Und wo warst du eigentlich ich dachte, die ganze Mr. Zeit? Mr. Fissi weiß Bescheid. Wo warst du eigentlich die ganze Zeit? Hi, Mr. Fissi. Oh, jetzt ist sie wirklich da. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Baby Khan meinte, dass er dir mein Haus ausgeliehen hat. Aber erstens bin ich hier die Bürgermeisterin. Das heißt, sowas läuft hier überhaupt nicht, ohne dass ich davon Bescheid weiß. Und zweitens ist das ein Baby, das mein Haus verleiht. Mama Danja, beruhig dich doch. Ich klär das schon. Ah. Verkauft an dich, ja? Hallo, Mr. Fissi, Mama Danja, gehst du bitte raus? Ich klär das. Ich glaube nicht, dass du das klärst, Baby Khan. Du hast das Haus an Mr. Fissi verkauft. Mr. Fissi, also ganz kurz. Verkauft habe ich es nicht. Ich habe es nur verliehen. Ja, aber sie durften das gar nicht weiterverkaufen. Oh. Mama Danja, ich klär das. Mr. Fissi, das ist nicht eher in Ordnung. Brauchst du dich nicht mehr bei mir blicken lassen. Wir haben auch einen Vertrag. Ja. Sie haben 24 Stunden Zeit, das Haus zu besorgen. 24 Stunden Zeit. Ja, das Geld kriegen Sie von mir. Keine Sorge. Ja, ist in Ordnung. Ich glaube nicht, dass Sie einen Vertrag mit einem Baby machen können. Das geht sowieso nicht. Ja? Ja, okay. Gut. Alles klar. Gut. Mama Danja. Mama Danja, wo bist du? Ich sagte, du brauchst dich bei mir nicht blicken lassen, bis du das mit dem Haus geklärt hast. Es ist doch geklärt.
Ist es? Innerhalb von 24 Stunden kriegst du dein Haus zurück. Und solange. Einfach so. Und solange solltest du. Ja, also. Es ist so. Ich muss ihm das Geld zurückzahlen und. Ja. Das heißt, ich habe wieder Schulden. Tja. Dann solltest du dich vielleicht mal drum kümmern, die abzubezahlen, ja, anstatt ständig. Du als Mama dann ja könntest das natürlich machen, aber darauf hast du keine Lust. Also innerhalb von 24 Stunden kommt das Haus wieder zurück, also heute vielleicht noch. Kannst du mir mal erzählen, wo du die ganze Zeit warst? Du hast dich gar nicht gemeldet. Ja, ich war heute bei dieser Dino-Expedition. Ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, um dich nicht zu verletzen. Das war wieder klar! Du machst das alles alleine! Ja. Weißt du was? Zur Strafe sage ich dir auch gleich, was du heute findest, wenn du dich. Nein, ich möchte es nicht hören. Ich möchte es nicht hören. Dann entschuldige dich. Dann entschuldige dich. Ja, Entschuldigung. Für was auch immer. Dass du mein Haus weggegeben hast. Ich hab's nicht weggegeben. Ich hab's doch nur verliehen. Und außerdem solltest du lernen zu teilen. Das hast du mir doch immer gesagt. Als Baby sollte man lernen zu teilen. Und das solltest du als Mama auch. Mit wem soll ich das denn teilen? Ich wusste ja nicht mal. Ich kann es ja nicht teilen, wenn ich nicht mehr was davon habe. Ja, aber komm, du übertreibst ein bisschen. Leute, ich finde, Mama Danja übertreibt ein bisschen. Ich meine, ich habe das Haus ja nicht verkauft, okay? Ich hätte sie vielleicht fragen sollen, aber. Wie wäre das denn für dich gewesen, wenn ich das gemacht hätte? Ja, das wäre ziemlich schlimm. Aha. Aber ich habe ja auch nicht das Geld dafür und auch nicht diese riesige Luxusvilla. Und wie würdest du das finden, wenn du plötzlich einfach nach Hause kommst und dein Haus ist weg? Dein schön eingerichtetes Haus, in das du Stunden und Tage Arbeit reingesteckt hast? Ja, hätte ich kein Problem mit. Das heißt, wenn ich jetzt dein Haus einfach verlassen würde, darfst du nicht. Weil du hast das ja darfst du nicht. Guck, ich habe jetzt auch einen Knochen gefunden. Ich gehe jetzt zu Henry. Du wirst nicht mein Haus verkaufen. Ich habe es auch nicht verkauft, weil wenn du das machen würdest... Was habe ich denn hier? Oh, was ist das? Wow! Ultra selten. Cool. Ich kann weitersuchen. Na, wie viel hast du denn gefunden, Mama Danja? Wahrscheinlich nicht so viel wie ich. Ich habe ein Spielzeug gefunden, zwei Tiere und dann habe ich noch ein Accessoire bekommen. Tja, wahrscheinlich nicht das gleiche Tier wie ich. Ein ultra seltenes Tier. Doch, habe ich auch. Wie heißt das denn? Na, einmal dieser kleine Dino. Und wie ist das andere? Oh, ich habe einen Tiger. Ach, einen Tiger. Noch. Oh! Ja, einen Säbelzahntiger. Den habe ich auch, den Tiger. Toll. Also noch ist mein Haus nicht wieder da, ne? Ich gehe noch mal zu Mr. Fissi und klär das. Du weißt auch gar nicht, wer dein Haus bekommen hat, ne? Nee. Das hat Tom bekommen. Solange du hier bist schön für Tom. Und das Event hier ist, hat er das Haus bekommen. Das war der Plan. Glaube ich. Nee, ist jetzt nicht mehr. So, mein Haus ist wieder da, Baby Khan. Ja? Hat sich's geklärt? Ja. Siehst du? Ich hoffe, dass es sich geklärt hat. Ich gucke jetzt erstmal, ob hier noch alles da ist. Ja, guck doch. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht hat Tom hier ja drin rumgebuddelt oder so. Ja, kann sein. Mr. Fissi, vielen Dank. Ja, ich weiß, Mama Danja hat das alles kaputt gemacht, aber sie wissen, dass sie das nicht verkaufen durften. Ja, ich weiß, das Geld gebe ich noch, keine Sorge. Ja, kann ich das hier nicht mit den Schulstunden irgendwie nicht abbezahlen? Anscheinend nicht. Ja, gut, okay. Ich werde schon eine Lösung finden, keine Sorge. Leute, wisst ihr, wo ich irgendwie an Geld komme? Könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie komme ich denn hier gut an Geld? Ohne was zu klauen natürlich. Das wäre ganz ohne gut. Was Illegales. Ja, gut, okay. Sagen wir mal so. Also das Haus ist wieder da und es sieht so aus, als wäre alles gut. Siehst du, all das Drama war mal wieder umsonst, Mama Danja. Naja, umsonst war es nicht. Ja. Was sagst du denn zu meinem Haus? Du hast doch gar nichts gesagt. Es ist ja auch noch nicht fertig. Nun gut. Ich sag dazu erst, was uns fertig ja, ist. Ja, okay. Wenn dein Haus fertig ist und du deine Schulden abbezahlt hast und ich einfach in Ruhe durch dein Haus schlendern kann, ohne dass ich mir Sorgen machen muss, dass du mir Geld geklaut hast, irgendjemand anders Geld geklaut hast, Häuser verkauft hast oder ähnliches, dann sage ich was zu deinem Haus. Gut, okay. Leute, ich glaube, das Haus zu verschenken oder zu verleihen, das war nicht so eine gute Idee. Das glaube ich allerdings auch. Leute, wenn es euch trotzdem gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und das Dino-Event ist für uns jetzt an dieser Stelle noch nicht vorbei. Wo das Video online kommt, kann es natürlich sein, dass das Dino-Event schon läuft. Also mit dem Ei und so. Aber trotzdem, ihr wisst Bescheid. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.